Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Starbound, wo wir gerade eben eine kleine, naja, eine Verzögerung hatten, weil wir das Schiff wieder nicht umgestellt haben, aber wir haben ein bisschen aufgeräumt und ein paar mehr Kisten hin und überhaupt und sowieso, damit wir was einsortieren können. Nicht wahr, lieber Tobi? So sieht's aus. Ja, ich freue mich, damit die am liebsten mit der Waffe um mich schlagen und wieder alles auseinanderreißen. Hau doch mal da oben die Kisten weg, komm, demonstrier das. Das ist eine tolle Idee. Das muss ich ja mal sagen, ich wollte die Waffe hier ausprobieren. Das würde ich gerne mal auf der Planetenoberfläche gleich machen noch. Und dabei sind mir hier die beiden Kisten hier oben explodiert und dann musste ich alles wieder einsortieren und ach, ekelhaft. Naja, aber dafür das Inventar machen wir jetzt immer offscreen, einfach damit es ein bisschen Zeit spart, damit es sauber ist. Und dann können wir immer wieder wohlgestärkt in die nächste Aufnahme gehen. Oh ja, was machen wir denn heute Schönes eigentlich? Also ich muss erstmal die Waffe ausprobieren. Das muss ich einfach mal kurz machen. Die ist nicht sonderlich gut. Alter. Alter, die Knochen, das sind ja richtige Bomben, die da rauskommen. Deswegen ist alles explodiert im Schiff. Jetzt würde ich gerne mal so einen dicken hier sehen, so einen lilafarbenen. Bitte? Boah. Alter. Die ist nicht so schlecht, wie da steht. Nee, gar nicht. Nee, da steht nicht, dass die so gut ist. Naja, 45 Damage, oder was war das? Nee, die hat nicht so viel. Die hat 16 Damage pro Sekunde und 20 Damage per Swing. Ach so. Aber die Bomben sind da ja nicht mit eingerechnet. Also das ist schon ein gutes Ding auf jeden Fall. Nicht schlecht. Ich hol mal gerade die Dinger hier runter. Die Bandagen. Also den Planet haben wir eh einmal umrundet. Da ist ja jetzt nicht mehr viel zu holen. Wir könnten jetzt natürlich noch wieder in den Untergrund und wieder Rohstoffe sammeln, aber das machen wir vielleicht einfach mal woanders. Vielleicht auf dem Planeten, wo wir uns dann auch ein bisschen niederlassen. Zum Beispiel. Oder vielleicht einfach auf so einem Terraplaneten, da wäre ich auch sofort dabei, dass wir den erstmal... Vor allen Dingen werden wir da länger graben beim Terraplaneten, weil da ist echt easy, ganz viele Rohstoffe zu kriegen. Und wie es aussieht, kann man die ja tatsächlich gebrauchen. Sind vor allen Dingen Pixel. Ja. Sind diese Terraplaneten denn sichtbar irgendwie? Also unterscheidbar von den anderen? Leider nicht. Ah, also die sehen einfach aus, der letzte, auf dem ich war, ich weiß nicht, ob es für alle zutrifft, aber der letzte, auf dem ich war, war halt so ein klasse M-Planet, habe ich ja, glaube ich, schon tausendmal gesagt. Ja. Und der sah einfach aus, von außen sah der einfach aus wie die Erde sozusagen. Alter, die Waffe ist krass. Echt? Die ist echt schon, also muss ich sagen. Ich glaube, die andere hat noch mehr Wumms. So beim Direktschlag, aber die ja durch die Explosion halt eine Menge drauf. Willst du die vielleicht benutzen? Welche denn? Die andere, ne? Diese Schippe, meinst du? Hallo? Ich hab grad was so. Größenwahnsinniges gemacht. Achso, okay. Also das Übliche. Oh. Ich habe gerade einfach so einen großen Klops weggesmashed mit dem Ding. Echt? Ja. Das ist ja voll das Gerät. Krass. Ah, die ist echt, also... Vor allem der Hut passt auch so super dazu. Hände hoch! Die ist nur ein bisschen langsam, da muss man... ein gutes Timing haben. Was machst du denn gerade? Ich musste mich kurz aufs Schiff zurück teleportieren, weil ich fast tot gewesen wäre. Hä? Naja, bei mir stand vor mir ist auch immer so ein Vieh gespawnt, so ein großes. Hä? so ein rosa Ding? Ja, genau. Und der hat mich einfach mal voll weggesmackt, während ich den Berg hochgekraxelt bin. Oh. Aber ich sammle in der Zeit einfach noch ein bisschen Holz hier. Aber da war doch keiner. Ja, ich bin ein bisschen hinter dir geblieben, weil ich diese Bandagenpflanze gesammelt habe. Ah, okay. Und der ist da scheinbar dann gespawnt, der Penner. Hm. Das ist gemein. Das ist voll gemein. Finde ich nicht gut. Dö, krieg 200 Pilz. Hallo. Hi. Du nimmst mich voll an, wie heißt denn dieser Sänger nochmal, der diese Fledermaus mal den Kopf abgebissen hat? Was? Alter, ich finde aus, ich sehe aus wie ein kleiner Lego-Captain. Ja, oder so. Hut, Hut, alle an Bord! Ich finde das toll, was es hier für Vielfalt gibt, einfach nur so an Krempel, den man finden kann. Oh ja. Das feiere ich ja ungemein. Es gibt irgendwie nichts, was es nicht gibt.
Alter! Das gibt's ja nicht. Hm? Hab ich damit wirklich gerade? Alter, ich kann mit der Waffe hier Rohstoffe ausgraben. Echt? Komm mal bitte ganz kurz. Ja, ich komme. Oder liegt das nur daran, dass der Rohstoff so weich ist? Aber hier, guck mal. Hier, guck das mal an, wenn ich hier. Alter. Aber ich muss, das geht nur gerade. Alter. Das ist ja unfassbar. Alter, hier kommt der Looter King. Gerade mal nach unten. Nee, nach unten geht's leider nicht, oder? Na so. Ah, okay. Nee, doch nicht. Aber so seitwärts, für, na gut, hier bei Erde dauert es halt ewig. Aber damit kann es halt große vorkommen. Obwohl, das wird das 40 wahrscheinlich bei Ärzten gar nicht lohnen. Ja, bei Ter wäre das abtragen willst oder so? Ja, bei Ter wäre das extrem effektiv, glaube ich. Weil Ter lässt sich relativ easy weg. Alter, die Waffe ist so pervers. Der. Krass. Willst du mal eine andere Waffe haben? Machen wir auf dem Schiff am besten. Ja, oder? Ach komm, kann ich ja hier einfach mal eben. Schade, die mochte ich auch ganz gerne. Huch, huh. Oh. Da unten. Ach, das Ding. Die ist super. Ja, die ist auf jeden Fall auch cool. Dann sind wir jetzt mal ein bisschen besser ausgerüstet. Huch. Also ich sehe aus wie ein Zauberer und du siehst aus wie ein Pirat. Wir sind einfach vielfältig. Oh! Oha. Die Geißel der Galaxis. Ja. Ich muss auf jeden Fall mal ganz kurz was snacken. Naja gut, das dauert zu lange. Wenn ich da versuche ernsthaft was abzugraben, das dauert Ewigkeiten. Ja, was machen wir? Wollen wir hier? Nee, hier wollen wir nicht in die Tiefe, ne? Der Planet ist nicht so schön, oder? Nee, ich glaube nicht, oder? War zwar ganz spannend mit den Robotern und so, aber jetzt so überzeugt hat er mich jetzt irgendwie nicht. Nee, mich auch nicht. Komm, dann beamen wir einmal wieder hoch. Ach, ich lande ja immer bei mir, verdammt. Ach so. Warte. So. Komm doch mal rüber, Mann, und setz dich mal zu mir hin. Mit dem Schiff wegfliegen ist eigentlich voll sinnlos, ne? Du kannst ja jederzeit wieder zu mir teleportieren. Ja, ja, stimmt. Das stimmt. Es sei denn, man löst schnell die Gruppe auf. Oh. Aber wer macht denn sowas? So, okay. Das hier wird nicht der Heimatplanet. Hier sind wir jetzt momentan. Ich gucke gerade mal. Schnee kommt noch nicht in Frage. Hier ist Forest. Threat Level 2. Wollen wir das mal ausprobieren? Forest Threat? Ja, mach mal. Klingt interessant. Probieren wir das mal gerade. Also Wald finde ich immer schöner als... Obwohl, wir können auch mal Wüste probieren und sowas. Nicht immer nur Wald, sondern vielleicht auch mal was anderes einfach. Das wollen wir mal was anderes zeigen noch. Boah, jetzt ein Terraplanet. Boah, das wäre super. Mit diesem Gefängnis. Muss mal kurz die Nase... Muss mal kurz den... Ja, das wäre auch mega, oder... Ach, es gibt da so viel. Auch so ein Schloss fand ich auch mega geil. Da gab es so geile Gegenstände einfach. Ich bin mal ganz kurz weg, Nase schnauben, bis gleich. Ja, mach das. Moment, sing doch mal so lange, Sekunden. Sing doch mal so lange. Ich gucke in der Zeit einfach mal, was ich vielleicht noch craften kann. Nee, warte, da wollte ich gar nicht hin, verdammt. Hier unten. Fackeln sind auf jeden Fall nicht verkehrt. Huch! Boah, mega lag. Ja, Alter. Hat überhaupt nichts gebracht mit der Nase, naja. Hängt it? Hm? Hängt it fest? Ja, it klumpt, mein Junge. Ja. Hörst du nur so ein... Hier, guck dir den Planeten an, dann weißt du Bescheid, Alter. So, ich hab, glaube ich, noch was aufgesammelt. Was ist, ach, Iron Ore, bla bla bla, hab ich noch gesammelt, aber... Habe ich nicht noch eine Waffe genommen? Nee. Ah, ich dachte, okay, ja, wollen wir runter gleich? Jo. Jo, tschüss. Geh die Don. Beta Mirfuck. Ja. Da bin ich gern. Die Bäume, die ich denke, dass es die sind. Nee, leider nicht. Schade. Boah.
Hat er mich gerade... Vorsicht mit den blauen Viechern, die sind schon brutal. Kann es sein, dass man hier wieder langsamer schwebt? Oh oh, ich sehe schon wieder Poison. Das hier wird... Der ist lieb, ne? Der ist lieb. Ich traue ihm nicht. Hatte ich gerade so nachgeguckt, so nach unten. Ja, ja. Oh. Einwanderungsbehörde. Was das denn hier alles für Krempel? Was war das? Kein Widerstand. So. So. schicke Lampe. Nur mal kurz ausprobieren. Huch. Grape Seed. Ach, cool. Wird immer mehr. Oh, geiler Baum. Bäume, ey, krass. Vielleicht mach ich mal lieber von dieser Seite. Bäume. Juhu. Also irgendwie schwebt man hier langsamer, kann das sein? Ja, die Schwerkraft ist hier nicht ganz so hoch. Boah, Alter. Voll das Mörderding, ey. Und das nächste Ding wird gleich angegriffen. Hä, was ist denn das hier? Cool, dass hier aussieht. Alter. Warte mal. Es schneit. Ey, es schneit. Das ist ja geil. Ah, geil. Nee. Das ist schöner als Darmstadt. Oder Köln. Boah, geil. Hat zum Glück keine Auswirkung auf die Frames. Oh, Vorsicht. Ich höre es aber immer noch knallen. Alter, die Waffe ist einfach so mies. Oh, Vorsicht, die macht aber einen Damage, einen üblen. Oh, Alter. Schade, dass man damit nicht zielen kann. Alter, was ist das für ein Planet? Was war das? So, so ein Blitzdings da unten, so ein Blitzviech. Alter. Boah, das macht aber auch übel Damage. Ich hab ihn. Kann es sein, dass der Planet ein bisschen dunkel ist? Ja, minimal. Ah, das tut aber nichts. Egal. Ja, jetzt ich brauch sowieso Pixel. Nicht mehr. Oh, halt. Scheiße, und ich laufe noch vor Gier in die... Warte mal, ich will mal was probieren. Alter. Das ist meine Waffe, ich möchte sie heiraten. Kümmerst du dich bitte um die Dame? Ich kümmere mich drum, um die Dame des Hauses. Vielen Dank. Ich finde es gut, dass wir unseren Job so mit Leidenschaft verfolgen. Hey, die hat eine Ananas fallen gelassen. Die war illegal erworben. Wollen wir hier mal nach unten rein? Hast du das ausgeräumt, das Haus? Ansonsten würde ich sagen, ja. Na klar. Doch Ehren... Oh. Warte mal. Alter. Alter. Keine Zeit, eine Fackel hinzuhängen. Nee, überhaupt nicht. Ah, bevor wir hier... Warte mal. Ja? Scheiße, wir wollten doch das Licht craften, was man auf dem Rücken rumtragen kann. Ach, stimmt ja. Was brauchst du dafür? Brauchst du dann eine Crafting-Box? Reicht nicht, ne? Nee, leider nicht. Oder? Doch, könnte passieren. Können wir mal ausprobieren, sobald wir wieder Boden unter den Füßen haben. Na, oh. Super. Irgend so eine Pisspfütze irgendwo, weißt du? Hilfe! Sind das Feuerameisen? Oh. Wow. Grab mich immer rüber gerade. Ja. Uah. Boah. Das war knapp. Das war eine super Idee. Boah, guck mal da oben. Hm? Deine Wand. Bei dir da unten. Oh. Warte mal. Wie, das hast du nicht gesehen? Ich dachte bei dir da oben. Ich habe mich gerade ablenken lassen. Na super, habe ich ein so ein Ding vergessen und wieder Ach, Alter, leckt mich doch am Arsch. So, ich bin dann mal die nächste Zeit beschäftigt.
Du offenbar auch, wie ich gerade höre. Oh ja, Gold. Jede Menge Gold. Also rohstofftechnisch sieht es hier gut aus, muss man sagen. Ja, doch. Wobei ich keine Ahnung habe, wozu wir das noch brauchen. Wir müssen versuchen, höher zu leveln. Wir brauchen... Alter, ich sehe da unten nur den Sand wegfliegen. Was? Weiß auch nicht, woher das kommt. Oh. Wir brauchen Pixel. Du musst Pixel sammeln, mein Freund. Eigentlich schon, ne? Lass, ich werde die Geldkassetten nicht mehr öffnen. Ja doch, du brauchst ja auch. Oh, Geldkassetten. Nee, aber ernsthaft, ich werde... Oh. Oh, da kommt ein Schimmelding ins unten. Was willst du denn? Boah, du Held. Ja, ich hab ja sonst nix. Oh, oh. Ist egal, Alter. Ist schon verschwunden in der Wand. Scheiße. Alter, wie er da immer durchslidet. Du warst gleich tot? Egal. Hauptsache noch Rohstoffe mitnehmen. Boah, das wird ein teures Vergnügen hier in diesem Planeten. Wach dich. Ich hab gesagt, wag dich. Was denn? Die Geldkassette. Achso, nee, wollte ich gar nicht. Uah. Was du mir zutraust, das, ich bin ein bisschen enttäuscht gerade, Tobi. Ja, ja. Jetzt auch rein menschlich gesehen, weißt du. Morgen kommt die Kündigung. Zum Glück bin ich ja ein Affenjunge. Was menschlich kenne ich gar nicht. So, Alter, ja, so viele Rohstoffe. Aber trotzdem finde ich Planeten auch nicht so geil. Naja, nee. Irgendwie. Wobei ich sagen muss, dass hier wieder Schleim ist. Das kotzt schon ein bisschen. Ja, das mit dem Gift geht mir auch immens auf den Sack einfach immer. Oh, weil du musst halt wirklich alle 2 Meter aufpassen. Und so nötig haben wir die Rohstoffe ja gerade auch nicht. Nee, nicht wirklich. Holst du hin? Hier unten. So. Ach komm. Ah, ich habe gerade Diamanten gesehen. Die hole ich mir mal nicht. Oder doch? Ich komme einfach mal mit. Oh. Ah, ja, das machst du mal. Was? Was sind das denn? Was sind das denn für Töne? Ja, du brauchst. Die unten lasse ich sammeln die rum. Das ist so lieb von dir. Hm. War's das schon? Alter, war das ein Todessprung gerade? Ach, ist ja nur ein Diamant. Na, ist ja lächerlich. Also wir sind da links gelaufen, ne? Ja, genau. Ja, da können wir ja nochmal kurz gucken, ob es da noch was gibt. Was ist das für eine Größe vom Planet? Weißt du das noch? Ich glaube Medium. Ah, okay. Oh, die tun Ding. Übrigens nichts. Im Gegensatz zu dem hier. Wo bist du denn? Ich hab nur mal kurz in die Höhle da reingeguckt, aber war keine große. Oh, oh, hallo die Herren. Wie geht's denn immer so? Ich hoffe doch gut, Alter. Boah. Geil. Gute Nacht. Oh, schön. Alter. Wird nicht gepennt. Wir müssen konfiszieren. So. Alter, die Bäume. Wir sollten die eigentlich mitnehmen, oder? Ja, hab ich mir auch was gedacht. Sind so riesengroß. Warte, warte. Ich mach noch Holz hier gerade. Ja, mach du auch, wie ich gerade sehe. Alter, der Regenwald. Oh.
einen schicken Gong haben sie da. Das ist die Klingel. So. Guten Tag. Oh, die Arme, ey. Die Geißel der Galaxis. So, aber ich habe einen Burger von der Alten gekriegt. Geil. Vielleicht wolltest du gerade schnabulieren. Was sind das für Viecher da unten? Sind die lieb? Ja. Warte. Jetzt ja. Nicht mehr. Uah, wie sind die auf mich? Hui. Wollt das Holz noch holen? Du, zack. Lecker, 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 ey, Schmecker. Alter. Pass auf, nicht da reinfallen. Nicht da reinfallen. Oh. Alter Schwede. Boah, wie gemein. Wie ist das denn? Ist, Alter. Alter, hier ist ja überall Gift. Der Planet ist scheiße. Ja, natürlich. Alter. Ich spring einfach nur einmal hoch, ey. Drecksviecher. Wo bist du das hier gerade? Ich sammle Holz, das ist alles, was ich kann. Es regnen tote Vögel. Ah, ich habe extra nicht zugeschlagen. Oh. Boah, Alter, hat er mich gerade weggepfeffert. Da! Bist du tot? Ich guck mir mal das Schiff gerade an. Ich wollte mal was gucken. Mach's gut. Scheiße. Boah. Ja, also irgendwie, es ist doch ein bisschen härter geworden. Fleischwurst. Extrem. Wo sind meine Haare? Achso, ich hab einen Hut auf. Ach, du bist ja auch da. Ja, ja, ich bin schnell zurückgekommen, weil da standen auf einmal so viele. Du, ich hab überlegt, vielleicht suchen wir einfach mal einen anderen Planeten. Hm? Ich glaube auch. Also wir haben jetzt schon, waren jetzt so lange hier unten, das reicht eigentlich. Boah, so. Fuel ist fast wieder voll, zack. Wir haben ja ein bisschen, haben wir noch. Wir müssen einfach einen guten Planeten finden, wo wir uns auch mal niederlassen können. Ich möchte endlich mal wieder ein Haus bauen, verdammt. Das müsste so ein Mixplanet sein, wo so Menschen sind und unten in der Tiefe, dass es richtig tief ringeht. Das wäre schön. Also richtig tief, okay. Forest Level 2 Medium. Der sieht eigentlich ganz gut aus. Red Level 2. Wollen wir das mal probieren? Klingt nach einem Plan. Gut. Red Level 1 lohnt sich fast gar nicht mehr eigentlich. Obwohl das vielleicht nicht schlecht wäre, um so einen Planeten für Rohstoffe zu finden. Wobei ich das Gefühl habe, dass vielleicht bei diesen Beta-Stars jetzt irgendwie mehr Rohstoffe zu finden sind. Ich bin mir aber nicht sicher. Space Ape Captain. Captain P. Ape. Pape. Pape. Kapitän Pape. So. Das Schiff fliegt ja auf Autopilot, da kann ich auch mal kacken gehen. Alter, was ist das denn? Hä? Wo kommt denn die Waffe her? Was hast du denn in deiner Hand? Döner. Alter, ich habe mir eben Döner geholt. Ich hatte Hunger. Was ist das? Ich will das nicht benutzen gerade. Wo kommt das? Ach, im Inventar ist das gelandet. 14 Damage aber nur. Die ist nicht so sonderlich gut. Die sieht nur geil aus. Ist aber Legendary. Krass. Probier sie gleich mal aus. Vielleicht ist die mega. Die andere hat ja auch nur 16 oder so. Ja, aber die hat kein Special drauf. Ach so. Okay. Wie lustig, dass man hinterherläuft. Okay. Hey, wir sind auf der Erde. Hui. Ich hoffe. Wow. Hey, eine Kiste. Das gibt's ja gar nicht. Ich habe eine Harfe. Hey. Eine Harfe ist cool, aber probier lieber nicht aus. Nee. Ach, hier, die furzt. Das Schwert furzt. Sieht aus wie Soul Calibur. Und da unten sind die Glückstrolle. Die kann man sammeln. Hast du die nicht angehauen? Nee. Oh Gott, ich werde verfolgt von wilden... Alter, hier greift mich gerade alles an. Hilfe! Au! Alter. Mir ist das Drecks-Pack. Was ist das denn hier? Wir sind
Ich glaube, wir sind auf einem Roboterplaneten, wenn ich das richtig sehe. Erinnert mich ein bisschen an den ersten, wo wir damals waren, ja. Ja, ich glaube, das... Alter, die Waffe ist so krass einfach. Die smasht alles weg, wa? Wie die aufräumt. Oh, eine Geldkassette. Oh, eine Geldkassette. Hättest du nicht gedacht, wa? Dass die da noch steht. Da unten ist noch eine. Boah, hallo, Framerate? Ah, schon wieder Zellenmaterial. Das kriegt man aus den Monstern ab und zu random. Oh, ruckel, 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 ruckel. Ja, bei mir auch gerade. Schlimm. Das liegt, glaube ich, am Regen, kann das sein? Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Diese tolle Animation ist einfach zu viel. Ist aber auch detailliert, bis in das, boah, bis ich, das kleinste Detail. Ja, ich fühle mich auch gerade so, als würde ich mein Cape enger schnüren und hier durch den Regen eilen. Und diese Dolby-Kulisse dazu einfach. Bist du schon weit vor? Ja, ich bin schon ein Stück weit gelaufen. Soll ich warten? Nee, ich sammle nur noch gerade noch diese Bandagendinger hier mit. Oh, hier kommt noch Eis. Boah. Die Geldkassetten lasse ich übrigens immer stehen. Ich bin sehr brav. Ja, ich sammle die auch brav ein. Dafür mache ich die ganze Zeit irgendwelche lustigen, niedlichen Kaninchen tot. Putzi! So, jetzt noch so ein verkackter Wellen sie dich hier. Will mir auch eine schöne Piratenmütze kacken. Huch. Wo geht's denn da hin? Aber dorfmäßig gibt's hier scheinbar nichts, oder? Nee. Ich bin hier gerade mal in eine Eishöhle gegangen. Schön hier unten. Schön warm? Ganz schön tief rein. Ja, also nicht kalt zumindest. Alter, wie tief geht denn das hier rein? Ach, da unten bist du, glaube ich, reingegangen. So ein Fackeln am Eingang. Hm, genau. Und gar kein Ende hier. Ah, jetzt wird's doch langsam kälter. Habe ich Lagerfeuer dabei? Ah ja, habe ich. Wo bist du denn? Ich komme gerade auch runter. Ah, das ist gut. Glaube ich zumindest. Bist du im Dunkeln runter? Nee. Hm? Hast schon Fackeln gesetzt, ne? Ja, klar. Okay, dann bin ich in der falschen Höhle. Moment. Ich bin schon längst wieder draußen. Achso. Ich hasse dich. Ich habe einfach nur zwei Fackeln reingehangen und abgehauen und habe gesagt, so, ich geh mal in die Höhle rein. Boah, Alter. Du dich irgendwann in die Hölle kommst, ne? Ach, schön. Ja, aber der Planet scheint irgendwie sonst unbewohnt zu sein. Also ich finde hier nichts. Halt die Fresse. Was? Warum bist du denn mal so zu mir? Ja, ich will dir nur Gutes, weißt du? Weißt du, da sind voll die Monster in der Höhle. Und er mit seiner Megawaffe. Was? Kriegt ja auch gerade übel aufs Maul? Ich sehe es an dem Lebensbalken, der geht echt runter. Von kleinen niedlichen Kaninchen. Die sehen aber echt niedlich aus, die so. Schon wieder Eis. Das kann ich hier nicht, das kann ich hier so nicht stehen lassen. Das muss ich mitnehmen. Hui. Hm? Was tun Sie da? Bin jetzt erstmal aus der ersten Eisschicht raus. Ich weiß nicht, bist du schon weiter? Ja, wahrscheinlich. Ja, ich bin jetzt in der zweiten gerade. Achso. Aber da grabe ich schon wieder nach Rohstoffen. Das heißt, hier bleibe ich wohl bestimmt. Ja, hier ist Kohle quasi fast an der Oberfläche. Oh! Eine Affenstadt.
eine Affenstadt? Bin ich willkommen? Ja, stay silent. Okay, ich darf drin bleiben in der Stadt. Krass, eine Affenstadt. Hier sieht's ja lustig aus. Ich hoffe, das sieht hier genauso. Blast Big Ape mit so lustigen Bildern und sowas. Wir haben auch schon knarren Bürojobs, Alter. Hier ist voll das Büro. Sind auch Affen mit Anzügen? Oh, eine Bananenstatue. Geil. Und hallo. Möchten mich gern paaren? Oh, da geht sie weg. Bin aber immer viel zu offen. Maus, shut eyes forward. Ah, das ist krass. Mal gucken, ob du mich findest. Oh nein. Du bist jetzt gerade bei der zweiten Eisschicht. Okay, dann bist du auch gleich da. Ah, cool, hör dich schon. Los. Mögt ihr mich? Hallo? Darf ich hier hin? Ja, ohne Waffe darfst du rein. Cool. Okay. Mann, wo bin ich? Oben irgendwo, Moment. Da oben, über mir. Let's Plays aufnehmen. Du, Tobi. Hm? Wir sind doch immer so nett zu den Leuten, ne? Ja, auf jeden Fall. Und guck mal, die haben hier... Psst, the mini Knock is watching. Take care. Wo bist du denn schon wieder? Ah, hier, Store. Das ist ja krass. What can I sell to you? Ach, hier kann man was kaufen. Alien Bacon. Oh, geil, Bacon. Wow, wie gerne hätte ich jetzt Bacon. Wasser, hier können wir was zu essen kaufen für zwischendurch. Ach cool. Guck mal, ich hab dir was mitgebracht. Was denn? Für dein Raumschiff. Oh, das ist ja lieb. Ein Fernseher. Waffe weg, Waffe weg, Waffe weg, Waffe weg. Ach so, oh. Puh. Boah, wie schön. Oh, da oben steht ein Kühlschrank. Alter. Ich schieb Wache. Weg. Oh, ein geiles Sofa und ein Aquarium. Ey, da steht noch ein Kleiderschrank. Wolltest du einen Kleiderschrank? Ja, wo denn? Ach, da. Okay, warte. Psst. Nimm den Kühlschrank doch mit. Hab ich doch. Ich hab doch. Oder meinst du zwei für Vorräder, ja, ne? Ja, nimm zwei. Was ist das denn hier? Egal, kann nicht schaden. Egal, mit eine Platte. Die gucken gerade nicht. Also, nicht gesehen. Die Lichter sind ganz cool. Warte, die Lampen. So Ikea-Lampen. Warte. Oh, vom Dach sind übrigens auch willig. Ja, ja, die sehen uns aber nicht. Ist aber geil mit diesem Mietshaus hier mit den Fenstern und so, ne? Ja, das ist cool schon gemacht. Ist eigentlich schon krass. Na, der Herr. Alles fit? Tobi, ich habe mal eine Frage. Ja? Zu Beginn der Aufnahme haben wir uns was überlegt, was wir eventuell machen wollten. Du meinst sowas wie total freundlich zu den Leuten hier sein? Ja. Sowas in der Richtung. Und dann quasi alles leihen. Oh geil, Gardinenstangen und sowas. Die Frage total, ist, ob du sowas herbringst, deine Leute zu töten. Oh, hier liegt noch eine Couch. Come back here, you. Du musst auch... Der Typ verfolgt dich gerade oder verfolgt er wen anders? Oh geil, Alter, Lampe... Noch ein Aquarium, total geil hier. In der Küche steht ein Klavier. Ist das ein Radio? Ja. Krass. Nicht mehr. Kurz angeguckt, mitgenommen. Für gut befunden. Scheiße, mein Inventar ist schon voll. Nein. Wie kommt man da hoch? Ich komme da mal gerade hoch, ich nehme das mit. Wieso habe ich denn, was habe ich denn mitgenommen? 526... Gravel, wo kommt das denn her? Oh, ich bin so hungry. Oh, oh. Aber ich hab noch zum Glück. Ich hau mir mal die Dings hier rein. Also wir brauchen ja auf jeden Fall, wir brauchen ja Dingens, ne? Was denn? Wir brauchen ja... Pixel. Stimmt.
Meinst du, wir sollten? Da oben liegen Pixel. 95 Pixel lang da oben. Spring nicht, Dr. Cornelius! Spring nicht! Oh, oh, Vorsicht. Wow, wow, wow. Wie geil. Oh, mir fehlt da, der Schlagradius fehlt doch ein bisschen. Das stört hier aber auch gar nicht, wenn man hier irgendjemanden angreift. Dann pass mal auf. Den stört's bestimmt. Ui. Hab ich einen Burger gekriegt? Oh, du nimmst das ganze Haus auseinander. Oh, Steel-Plattform, cool. Oder müssen wir echt ein bisschen aufpassen, aber guck mal, die Plattformen sind noch ganz gut, wenn wir die schon mal haben. Ist ganz praktisch eigentlich. Ah, hier, die Wandlampen sind auch super. Vorsicht. Hey, ihr braucht nicht flüchten, ich töte euch nur. Aber mach 85 mach da Pixel. Was für Assis wir halt einfach sind. Hm? Was? Kann ich nicht nachvollziehen. Geile Gardinen. Die werden sich gut machen bei uns. Später. Ach, Glas kann ich nicht mitnehmen. Egal, lass sie liegen. Soll ich's holen? Warte, ich hol's. Alles gut. Weg da! Alter! Vorsicht! Ich glaube, die dürfen keinen Alarm schlagen. Guten Tag. Guten Abend. Schönes Wetter heute, ne? Moin. Boah, Mann, ist das wieder ein Wetterchen heute. Krass, hier diese Überwachungsding und so, ne? Das erinnert mich ein bisschen an Fallout. Das ist schon krass. Oh, ich will diese Statuen haben und diese Bananenstatue finde ich auch toll. Kann ich die mal mitnehmen? Das wär sehr lieb. Vielen Dank. Entschuldigung. Wie Batman. Hm? Was? So. Hallo. So, Aquarium und so haben wir auch. Warte mal. Habe ich eigentlich Bomben im Inventar? Hast du eine Bombe im Inventar? Nee, ne? Nee, ich hab die, glaube ich, leider weggelegt gehabt. Ah, ich auch. Doof. Schade. Oh, da oben halten Wachen. Auf dem Dach sind Wachen. Mal gucken, was passiert, wenn wir... Oh, oh. Geil, der schießt den Vogel ab da oben. Boah, der hat aber eine dicke Wumme, ey. Krass. Ich glaube, der ist nicht so... Oh, hallo. Oh. Boah. Was denn hier? Guck mal, das Viech hat was verloren. Was ist denn das? Ein Chopcube. Oh, es ist kalt. Ach, da wird auch gerade einer. Boah, voll gegen die Wand. Boah, mir ist kalt gerade, dir auch hier im Spiel. Nee, eigentlich nicht. Das ist immer so geil. Der kommt bestimmt gleich wieder hoch. Meinst du? Der ist gerade ja auch... Ja, da kommt er. Neue Waffe. Scheiße, du bist voll. Oh. Vorsicht. Schmeiß ich mal den Schleim weg. Den brauche ich keinen Mensch. Boah, das lebt dann noch. Jo. Achso, willst du aufheben? Ich hab so viel Krempel jetzt hier. Hast du? Ja. Death Stick heißt das Ding.
Ja, guck dir mal an. Vielleicht ist er gut. Der Stick. Ah, ist wieder zum Pieksen, aber hat 29 Damage per Swing. Schöne Wohnung. Oh, ich hab einen Burger. Guards, help me, schon längst tot. Die lassen aber wie gar keine Pixel mehr fallen. Und ich glaube, das machen nur die Wachen. Ah, okay. Oh. Guten Abend. An der Couch überrascht. So, ich würde gern die Wache hier unten, wenn du nichts dagegen hast. Ja. Alter! Oh! Nein, ich bin tot! Tot! Oh, Alter. Boah, ich auch fast. Boah. Schnell in die Wohnung. Alter, zieh dich zurück, zieh dich zurück! Feuer in der Hole! Alter. Ich komme! Boah! Yeah! Geil! Oh, neue Waffe. Leider keine Knarren. Hast du Pixel gekriegt? Nee. Ich hatte vorhin bei den Dorfbewohnern eben 85 gekriegt. Vielleicht ist das random einfach. Ah, okay, das kann sein. 28 DPS hat die Axt. Boah, naja. Mann, sauer! Sitzt nicht auf dem Stuhl rum! Boah, die stört das überhaupt nicht. Nö, bleib aber sitzen. Scheißegal, ey. So. Ich mach hier mal die Tür zu. Kollege, wie sieht's denn aus? Alter! Wieso hast du die Tür zugemacht? Hilfe! Alter! Ich hab die Tür nicht zugemacht. Alter! Nein! Ich bin tot. Alter, vier Wachen. Das nächste Mal sollten wir vielleicht kurz Erde vor die Tür bauen. Das wäre, glaube ich, schlauer. Kommst du klar gegen die vier? Wieso sind die denn so... Ja, natürlich, klar. Aber ich dachte, die sind gar nicht böse auf mich. Hallo? Boah, was ist das denn hier schon wieder? Was denn? Welche komischen Viecher hier bei Nacht. Aber ich glaube, ich gehe erstmal nach oben und aufs Schiff und versuche mal den ganzen Krempel loszuwerden. Ja. Vor allen Dingen weiß ich, wo soll der noch reinpassen? Ja, das ist das Problem, was ich halt auch irgendwie sehe, so. Weil irgendwie... Ich komme auch mal hoch. Wobei. Ich gucke noch, was es hier noch vielleicht so gibt. Na klar. Wenn du schon mal da bist. Puh. Ach, scheiße, der Tod hat mich wieder so viele Dingens gekostet, so viele Pixel. Das ist immer das Ärgerlichste eigentlich am Sterben. Ja. Ich glaube, also, je mehr du halt hast, desto ärgerlicher ist es. Ja. Mendo. So, jetzt haben wir schon 8 Zellmatema. So, die Türen hatten wir hier. Base Poker, aha. Hm. Bist du denn? Hm? Kusch dich. Boah, Hilfe. Was denn? Was denn? Na, hab ich gerade so ein Vieh aus der Dunkelheit schon wieder angegriffen. Ach so, bist du raus aus der Stadt? Ja, die war fertig dann. Hinten dran. Okay, na gut. So, die Sitzmöbel packe ich mal. Boah, da gibt's schon hässliche Klamotten teilweise. So, ich pack das jetzt mal. Oh, Milch! Hm, Milch! Guck, ich hab dir was mitgebracht. Hm? Warte, ganz kurz. Huch, was denn? Steht da. Ach, das Folterding, ne? Hast du ein Labor gefunden? Da kann man toll schlafen. Ja. Alter. Kann ich das jetzt auch nein, raus? bitte nicht. Ich sage alles, was sie wissen wollen. Nein. Rede. So, oh, wie boah. Mies. Ich hau das Ding gerade mal weg. Kriegen wir eigentlich... Huch, ah, jetzt habe ich das bei mir drin. Kann ich hier eigentlich? Wir stellen uns hier irgendwie alles voll. Ich habe jetzt noch ein Radio, was ich hier hinstellen könnte. Wo sind denn? Ach, da. Also die passen da nicht mehr hin, ne? Nee. Huch.
Nee, irgendwie haben wir keinen Platz mehr im Schiff für irgendwelche Dönikens. Ja, wir müssen uns mal ein Haus bauen, aber irgendwie finden wir keinen gescheiten Planeten, ne? So. Oh, das ist cool. So, was läuft denn heute? Television! Ja. Sandmann, lieber Sandmann! Geil. Das ist irgendwie cool. Das ist ein schönes Raumschiff inzwischen. Ganz schön wie Krempel vor allen Dingen. Mist, die passen da gar nicht mehr rein. Ich dachte eigentlich, das wären Affen, das wären Dingens, ein Roboterplanet, weil da so Roboterpflanzen waren. Wir brauchen, ja, wir brauchen eine eigene Kiste für die Saplings, wie es aussieht. Frage ist, ob die hier noch Platz findet, die Kiste. Oh. Boah, ich... Boah. Ja, das mit dem Platz ist so eine Frage. Ich guck mich mal um. Tja. Macht mich traurig. Weiß gar nicht. Und wenn wir einfach eine Kiste hier mit hinstellen? Ja, oder du erweiterst einfach oben das Ding nochmal. Wobei das auch doof ist. Dann ist das so durcheinander irgendwie, ne? Ja, genau. Ist doch blöd, dass man das Schiff nicht ein bisschen erweitern noch kann. Also vielleicht kann man es ja irgendwann, aber... Oh, eine leere Kiste. Schnell. So. Und da jetzt vielleicht... Achso, Essen rein, weil es bei der Küche ist. Ja, okay. Ja, dann warte mal. Dann können wir die Saplings hier oben in den Vorratsraum tun oder so. Boah, so viel Krempel dabei, ey. Boah. Dann machen wir die eine Kiste Seeds und die andere machen wir dann Fressen. Fertig. So, hier habe ich jetzt Saplings einfach reingeschmissen in die Kiste da oben. Aber eins fehlt uns hier oben noch. Alter, ich sehe überhaupt nicht mehr, was hier was ist. Und diesen Schleim brauche ich auch nicht. Das sind so viele kleine Icons ja überall. So. Ah. Gemütlich. Passt vor allen Dingen alles so gut zusammen. Warte mal. Ja. Kann ich hier vielleicht eine Milch kann ich da nicht hinstellen, die ist zum Essen. Das Aquarium passt jetzt aber nicht mehr hin. Schade. Warte mal, ich habe doch hier noch diverse Einrichtungsgegenstände, wie zum Beispiel... Okay, das Bild kann ich auch nirgends aufhängen, das ist schade. Kann ja nicht nichts mehr aufhängen, na egal. Okay, pass auf, dann... Huch. Da hau ich jetzt mal links, da kommt das Essen rein, dann packe ich rechts die Saplings rein. Die Seeds rein. Mach ich mal oben die Roboter-Seeds. Zack. Zack. Das ist Bone Boo. Das ist, keine Ahnung, was das ist. So. Chili Seed. Oh, wie viele Seeds es gibt, ey. Ja. Ich glaube, das wird auch nicht weniger. Ich glaube, da werden wir noch ein bisschen was finden. So, Reis und so habe ich auch noch da. Die Baumsetzdinge tue ich aber hier drüben rein, ne? Die was? Die Baumsetzdinge haben wir hier drüben, genau, die Kiste. Ah, okay. Kiste. Ausgerechnet, die braunen Kisten sind ja schon voll eigentlich. Ja. Bis nach oben. Weißt du was? So, ist mir jetzt egal. Huch. Ist mir egal, was du sagst. So, ich glaube zwei reichen, ja, und dann mache ich da einfach noch eine Kiste hin. Wir hätten von den Weißen noch ein paar holen sollen, übrigens. Ja, das stimmt. So, ich mache mal hier die 70er-Jahre-Möbel rein. Ach, wir haben ein volles Aquarium, ein leeres Aquarium. So, da gibt es auch noch Unterschiede, krass. Fünf Fernseher, ein Radio. War eine erfolgreiche Tour. Das auf jeden Fall. So, ein Piano.
Stuhl, Sitz, hier so ein Dingens. Was ist das? Countertop. Ach, Kitchen Counter haben wir da. Ein Retro Kitchen Counter, cool. Dann hier noch ein paar Retro Betten. Ein paar Retro Lampen. Wooden Bridge Block, wo kommt das denn her? Den brauche ich gar nicht. Ich hätte noch Bilder im Angebot. Ach, da habe ich noch Licht. Ah, Bilder, kannst du in die... Ah, da tue ich mal unter das andere Bild. Zack. Ach so. Nö, ich sortiere das immer nur so ein bisschen thematisch, dass man die Sachen schneller findet. Okay, warte mal, dann tun wir das... Ich habe da nämlich noch mehr Bilder. Oh, hier, aber Gardinen habe ich noch 9 Stück. Und auch noch Lampen. Ach du Scheiße. Schon ist die Kiste voll. Das gibt's doch nicht. So, Öllampen habe ich auch noch. Die waren, glaube ich, hier drin. Ach genau, wir wollten die Lampe bauen, wenn wir wieder hier oben sind. Genau. Wir könnten auch mal eine Kiste nur für Beleuchtung machen übrigens. Vielleicht wäre das also auch noch nicht so schlecht, das so thematisch zu, nicht nach Volk, sondern so nach Funktion zu sortieren. Ist, glaube ich, gescheiter, ja. Irgendwann mal in den nächsten 10 Jahren. So, wo war denn das? War das hier bei dem Ding oder war das tatsächlich bei dem normalen Crafting Table? Ah, hier, Lantern Stick. Iron Bar. Okay, warte. Ich mach gleich 2, ne? Ja, wäre cool. Huch. Ich weiß nicht, warum ich jetzt immer noch die Erfolge kriege für eine Iron Bar. Alter, ich sehe aus wie so ein Grottenäul mit dem Ding. Ding, 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 ding. So. Na, du Eimöi. Ja, aber echt. Noch lachst du. Noch lachst du. Hier. Oh, oh. Raus vom Walde komme ich hallo. Ja, aber echt. Haben Sie meinen Euro, bitte? Ist es gerade dunkel unten? Warte mal. Haben Sie einen Euro für 2 Sozialaussteiger? Nee, ist leider hell. Ach, schade. Nimm übrigens mal das, die Iron Bars gerade aus dem Schiffsinventar. Nur mal kurz ins Inventar packen bei dir. Okay. Mal gucken, was passiert. Nichts. Nichts? Hast du den Erfolg schon gehabt? Ich glaube, den Quest-Erfolg hatte ich schon als nächstes. Oh ne, doch, jetzt kommt der Quest complete. Ah, okay. Super. Schön. So, das Distress Beacon soll ich bauen. Ha, hurra. Naja, dann machen wir das nochmal. Warte mal, Futter, Bananen. Ich habe ja 11 Bananen gekauft. Das kommt alles mal weg. Bei wie vielen Minuten sind wir eigentlich gerade? Wir sind gerade bei erst bei 53 Minuten. Ach so, okay. So, Matt haben wir hier. Das kann ich wegschmeißen. Das. So, ich habe noch 6 Ananas. So, die Dinger packe ich hier mit rein. Zack. Jetzt sortieren wir das Inventar ja doch während der Folge. Eigentlich wollte man das mal offscreen machen, aber naja, dann machen wir es heute halt mal so. So, ein fluoreszentes Licht. Das dauert leider immer so lange, bis man das einsortiert hat alles, ne? Ja, das stimmt. Eine riesige Kiste wäre gut mit einer Suchfunktion. Das wäre perfekt. Ja, das stimmt. Ein Gemeinschaftsding. Hier, Slush kommt auch weg. Okay. Ich hab doch hier noch Couch und so ein Scheiß. Wo soll ich denn das hinpacken? Ach, Grapes habe ich auch irgendwie 4. Jetzt haben wir 8 Grapes da drin. Ich glaube, das Essen behalte ich erstmal ein bisschen. Kann ich hier am Kitchen Counter? Ah, jetzt haben wir kein Feuer, ne? Warte mal, ich habe ein Lagerfeuer, wenn er das was weiterhilft. Ja, das wäre super. Guck mal da. Junge! Ich mache das Fleisch nämlich mal gerade, das belegt bei mir. Ich habe 17 Fleisch, die belegen bei mir einfach einen Inventarplatz. Boah. Und die ganzen Seeds kann ich eigentlich erstmal in die Kiste packen, solange wir noch gar kein Haus haben. Macht Sinn, ja, macht ja Sinn. Wobei wir könnten ja auch hier einfach Erde pflanzen. Wir haben doch so viel Platz. Ja, hier können wir einfach so ein ausuferndes Feld. Ja. Mais aus dem Weltenraum. So, hier ist Essen drin, dann hau ich hier mal. Ach, hier haben wir. Alter, hier ist schon alles voll mit Seeds. Ich weiß gar nicht, wie ich das unterkriegen soll. Lass so. Dich nicht unterkriegen. Seedkiste ist voll, Tomatensamen kriege ich da nicht mehr unter. Toll. So.
Okay, ich glaube, mein Inventar... Ah, nee, ist doch noch nicht ganz... Oh, 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 ganz wichtig. In die Lebensmittelkiste tue ich nochmal eine Packung Milch zum Runterspülen. Dann habe ich immer noch... Am besten nach so einer Grapefruit. Ich habe immer noch zwei Ape-Platten, die tue ich mal ganz kurz hier in die Kiste, ist mir jetzt auch gerade mal egal. Wir kriegen echt Platzprobleme, fürchte ich. Oh ja, oh ja. So, Interrogation, was soll ich jetzt mit dem Interrogation-Table machen eigentlich? Hm. Den tue ich mal in den Zug auf die Zukunftsseite, oder? Ja. So. Die Treppen wollte ich nicht mehr mitnehmen. Alter, wir sehen echt aus wie so Almöhis mit der Laterne auf dem Rücken. Ja, passt aber irgendwie. Wir reisen von Planet zu Planet, nehmen die auseinander und gehen wieder. Passt irgendwie. Eigentlich voll die Drecksäcke. Aber das wollte man ja auch sein. Ja. So, also hier ist eine sonstiges Kiste. Ich habe nämlich noch so eine Harfe hier. Habe ich in den Schiffsdingens da gepackt. Ah, okay. Da, wo okay. auch die Fairy Lights sind. Genau, genau dahin. So. Also ich bin aussortiert eigentlich. Ja, ich habe hier noch so Sachen wie eine Couch und ein Bett und sowas. Ich glaube, das packe ich. Soll ich das einfach wegschmeißen? Couch und ein Bett? So Affencouch? Ganz. Ja, so eine bunte, ne? Ganz rechte Kiste. So mit Flecken drauf, ne? Ja, genau. Ganz rechte Kiste. Ah, passt da gar nicht rein. Scheint eine andere zu sein. Oh, ja, dann pack's in die ganz linke. Langsam gebe ich hier auf. Das ist einfach so viel Krempel inzwischen. Boah, aber es wird langsam. Also wir sammeln langsam unser Imperium zurecht. Ja. Aber wir haben noch keinen Obermods getroffen, ne? So einen richtigen Endboss, ne? Ja. So einen Zwischenboss, ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich in der Singleplayer, als ich gestern mal so ein bisschen rumgespielt habe, mit dem anderen Charakter, da habe ich einfach direkt in so ein Schloss gefunden und da war auch ein König. Da saß dann echt so ein König auf dem Thron, als ich ihn weggemotzt habe. Erstens hat er zwei Secret Treasure Chests gehabt, hinter Geheimtüren und so. Und außerdem konnte man den die Krone klauen, mit der ich jetzt immer rumlaufe da. Ja, sowas würde ich mir für hier auch mal wünschen bei uns jetzt. Ja, vielleicht dito, dito. Auf dem nächsten Planeten oder so. Dito, dito. Huch. Achso, hier, ach, jetzt ist hier Essen drin. Dann haben wir noch eine Kiste frei bei den Dingern, dann packe ich das mal gerade da rein. So, ja. Hä? Irgendwie scheint bei mir gerade... Hä? Bei mir ist gerade alles verzögert. Ja, bei mir auch. Ich glaube, der Server spinnt wieder. Oh, oh. Oh nein. Oh, oh. Ich habe Angst. Was machen wir denn jetzt eigentlich als nächstes in der nächsten Folge? Ich war ja, keine Ahnung, der Planet war jetzt nicht so der Erfolg, ne? Nee, ich würde gerne echt mal einen richtig geilen Planeten finden, wo man sich wohlfühlt. So wie der, wo wir letztes Mal gebaut haben. Das war eigentlich ganz cool. Ja, sollten wir vielleicht mal gucken. Vielleicht finden wir ja sowas mal. Hm. Irgendwo, ja. Wo wir Weltraumnomaden auch mal heimisch werden. Das macht mich... Gut genug zum Klauen gehen. Macht mich traurig. Weine unter dem Weihnachtsbaum, weil wir kein Zuhause haben. Oh. Oh, warte. So. Oh. Wie weinen Roboter eigentlich? Bling, bling, bling. Error, error. Does not compute. I'm sad. So, ach, da oben haben wir die Kisten. Hä? Oh nein, der Server ist down. Ja? Bei mir ist Starbound auch gerade abgeschmiert. Oh, okay, ja, dann machen wir Folgenpäuschen, würde ich sagen. Ja, ich glaube auch. Mist. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Ja. Tschüss.